Komm her. Was gibt es? Ein Söldling kam nach Alponos, der sich Adlerlegende nannte und seine Hilfe anbot. Netter Junge. Den Namen hatte ich schon mal gehört. Megaclash, dachte ich, die Drachmen sind gut angelegt. Wer auch immer da nach Alponos kam, mag gelogen. Ich bin die Adlerlegende. Unmöglich. Nun zunächst, ich habe einen Adler. Das sehe ich jetzt auch. Aber ich habe der anderen Adlerlegende ein kleines Vermögen gezahlt, um die Dorfbewohner auf die Piraten vorzubereiten. Meinem Gesichtsausdruck nach hat das wohl nicht geklappt. Hat es nicht. Dann sollte er einen Frieden aushandeln, aber das hat er auch verpatzt. Die Piraten kommen und wir haben keine Chance. Nächstes Mal solltest du die echte Adlerlegende anheuern. Aber ich höre. Also, hat Alponos eine Miliz? Die reicht nicht aus. Aber wenn du die Piraten aufhalten kannst, bevor sie an Land gehen, bekommst du alles, was noch in der Schatzkammer ist. Ich halte die Piraten auf, damit sie die Küste nicht erreichen. Und du hilfst mir, diese andere Adlerlegende zu finden. Ich helfe dir persönlich, ihn zu töten. Von wo kommen die Piraten? Die Piratenflotte sammelte sich im Norden. Wie groß ist ihre Flotte? Nur 2 Schiffe, aber sie könnten Hunderte an Bord haben. Wenn sie uns erreichen, sind wir tot. Ich finde den, der meinen Namen missbraucht. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Er kam mit dem letzten Handelsschiff. Ich habe ihn seit Tagen nicht mehr gesehen. Er wird nicht leicht zu finden sein. Wenn du die Piraten versinkst, spüre ich ihn für dich auf. Zeigen wir den Piraten, wozu die wahre Adlerlegende fähig ist. Was hast du dir dabei gedacht? Wir werden sterben! Jetzt sind die Piraten Poseidons Problem. Was hast du getan? Hast du mich nicht schreien hören? Du hast unsere Verstärkung versenkt! Diese Schiffe haben mich angegriffen. Ich habe mich gewehrt. So mache ich das eben. Oh. Ich habe den Vorratsschiffen geraten, ihre Segel zu tarnen. Seht wie Piraten aus und ihr segelt ungesehen. Diese Schiffe hatten Vorräte und Truppen an Bord. Das sagst du mir jetzt?
Ich dachte, es versteht sich von selbst, dass du nicht unsere Verstärkung versenkst. Ohne Truppen müssen wir die Dorfbewohner kampfbereit machen. Ich mache das, aber ich sehe keine Waffenkammer. Wo ist der Schmied? Er hat nicht mehr gearbeitet, seit die letzte Adlerlegende hier war. Ich lasse ihn Schwerter fertigen. Können die Dorfbewohner reiten? Für Salzarbeiter sind sie nicht schlecht. Und es gibt eine Pferdezüchterin in der Stadt. Ich spreche mit ihnen. Aber wir können sie nicht einfach bewaffnen und ihnen sagen, dass sie kämpfen sollen. Es gibt nur einen Mann, der die Leute einen kann. Er behauptet, der wiedergeborene Ayas der Kleinere zu sein. Finde ihn und bringe ihn zurück. Also, wo ist der Schmied? Ach, die Esse fing Feuer. Der Schmied ist im Dorf, aber du musst ihm helfen, alles wieder aufzubauen, ehe er an die Arbeit gehen kann. Erzähl mir mehr über die Pferdezüchterin. Sie kennt sich besser mit Pferden aus als Poseidon. Wenn sie eine Stute für jeden dieser Bewohner hat, ist schon einiges gewonnen. Wenn tote Helden auch nur ansatzweise sind wie ich, werden sie nicht gern nachgeahmt. Bist du sicher, dieser Ayas ist eine gute Idee? Mögen die Toten über uns richten, wie sie wollen. Wir müssen diesen Dorfbewohnern die Angst austreiben. Das letzte Mal, als ich Ayas sah, wollte er zu den Hügeln südwestlich von hier, an der nördlichen Grenze von Phokis. Erzähl mir, was du über den weißt, der meinen Namen missbraucht. Er tauchte mit diesem fiesen kleinen Vogel auf. Der hieß, Ikarus? Irgendwie sowas. Er meinte, er würde helfen, machte dann aber alles nur noch schlimmer. Bisher habt ihr beide so einiges gemeinsam. Die Dorfbewohner werden Krieger sein, wenn ich fertig bin. Was wollen gewöhnliche Schläger mit altem Werkzeug? Einiges los dieser Tage. Bist du der Schmied? War ich. Dann kam uns ein Adler irgendwas zu Hilfe. Ein netter junger Mann. Ich habe gehört, der Adler irgendwas hat für jede Menge Probleme gesorgt. Der arme Junge hat meine Esse angezündet und irgendwie brach Feuer aus. Überall Flammen. Man konnte kaum die Hand vor Augen sehen. Aber du bist der einzige Schmied im Dorf. Und es kommen Piraten. Wir müssen anfangen, neue Waffen herzustellen. Kein Grund zur Sorge. Im Kopf des alten Kalipides stecken noch ein paar gute Klingen. Ich brauche nur einen Arbeitsplatz. Diese Steinblöcke sollten einen guten Tisch abgeben. Vielleicht kannst du sie für mich bewegen. Das kriege ich hin. Mit einem starken Söldling an meiner Seite haben wir noch vor Sonnenuntergang Waffen. Damit kann man jemanden zermalmen, wenn man nicht vorsichtig ist. Hervorragende Arbeit. Also was jetzt? Ich schätze, wir können keine Waffen ohne Eisen fertigen, oder? Ich habe mehr als genug, um es zu teilen. Nimm welches von meinen. Also, das ist wirklich besser als die Hilfe des anderen Söldlings. Jetzt braucht ein guter Schmied nur noch sein Werkzeug. Hier, ich habe ein Werkzeug. Ach, was für ein Tag! Du solltest stolz auf dich sein. Du hast dem Leben eines alten Mannes wieder einen Sinn gegeben. Wenn du das eben mal zur Seite legst, fange ich an. Kalipides! Kalipides? Bei den Göttern. Ich habe ja schon viel gesehen, aber das... Das war echt ganz schön übel. Der arme Kalipides. Das ist nicht gut.
Wenn das nicht die neue Adlerlegende ist. Vertrau mir, ich bin wesentlich besser als die letzte. Pass auf. Willst du dich nützlich machen, neue Adlerlegende? Dann bring uns den Hengst zurück, den der andere an die Piraten verloren hat. Ich kann meinen Hengst zurückholen, aber wir werden sehr viel mehr als ein Pferd brauchen. Wofür? Die Piraten kommen. Und beritten haben die Dorfbewohner wenigstens eine Chance. Sicher? Den gestohlenen Hengst habe ich aber eigens für Megakles gezüchtet. Ohne ihn zieht er nicht in die Schlacht. Hat man je einen Feldherrn zu Fuß in die Schlacht stolzieren sehen? Keinen guten. Ganz genau. Wo ist denn der Hengst hin? Die andere Adlerlegende ist mit ihm nach Osten am Salz vorbeigeritten. Dann kam er zurück und behauptete, Banditen hätten ihn nachts gestohlen. Stell sich das einer vor. Ich muss diese andere Adlerlegende finden. Dem würde ich auch gern mal die Meinung sagen. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wenn du ihn findest, dann verpasst seinem Vogel von mir einen auf den Schnabel! Seinem Adler? Ha! Das war ja kaum ein Huhn. Ich werde Megakles Hengst zurückholen. Danach reden wir darüber, wie alle in Alpanas Pferde bekamen. Schiffe schon vor dem Anlanden versenkt wurden? Verhungern noch bevor die Piraten hier sind. Hoffentlich klappt es besser als beim letzten Mal. Du bist heil zurück. Bitte sehr. Wenn die echte Adlerlegende sagt, sie macht etwas, dann macht sie es auch. Ruhig, ruhig, Prinzessin Purpurkuchen. Friss in Ruhe, lass dich ganz durchstreuen. Was genau machst du da? Die erste Adlerlegende fand diese Frucht im Osten.
Er meinte, jedes Pferd, das sie frisst, verwandelt sich in einen Pegasus. Dass die Götter so etwas direkt vor unserer Nase verstecken. Diese Adlerlegende hat dich ganz klar angelogen. Du glaubst mir nicht? Bei dem Preis, den ich bezahlt habe, muss sie echt sein. Hier, sieh her. Warte! Flieg, Pegasus! Flieg! Das ist nicht gut. Verlassene Helden, ich kann mit diesem dummen Ding nicht sehen. Ein Bewunderer, sag mir doch mal, was hältst du von dem Helm? Ich habe ihn gerade bekommen. Ich finde ihn ganz gut. Ich wusste es. Er ist uralt, aber sitzt, als wäre er für mich gemacht. Wenn du meinst, du wirst also von den Leuten verehrt. Mit dem Verehren bin ich mir nicht so sicher, aber sie nennen mich Ayas. Dann bringe ich dich zurück nach Alpanos. Es kommen Piraten. Und jemand muss die Dorfbewohner mit Kampfesmut erfüllen. Hast du das nicht gehört? Unsere Schiffe wurden von einem irren Söldling versenkt. Nun lauern Banditen jedem auf, der aus dem Dorf kommt oder hinein will. Und niemand kann sie aufhalten. Ich bin die Adlerlegende. Kluge Banditen halten sich lieber von mir fern. Und jetzt los. Du siehst gar nicht wie die andere Adlerlegende aus. Seid ihr beide ein Paar oder so? Es gibt keine andere Adlerlegende. Er ist ein Betrüger, genauso wie du. Wenn ich ein Betrüger bin, was mache ich dann mit Ayas, meinem Helm? Das ist Ayas Helm? Aber natürlich, er macht seinen Träger unsterblich. Ich habe der anderen Adlerlegende ein Vermögen gezahlt, damit er ihn für mich ausfindig macht. Dann zog ich aus, um ihn zu bergen, wie man das als Held so tut. Ich war auf dem Rückweg als... Es gibt keine andere Adlerlegende. Schreib dir das endlich hinter die Ohren. Thank you.
Alponos, erhebt euch von euren Salzmühlen, steigt herab von den weißen Kristallhügeln, Lucris wird angegriffen. Der große Ajas ist zurückgekehrt, diesmal mit dem wahren Kind des Zeus an seiner Seite, der echten Adlerlegende. Du bist nicht Ajas. Und die neue Adlerlegende hat die liebe Nikea mit dem Streitross des Feldherrn von der Klippe gestürzt. Unsinn! Ich bin der wiedergeborene Ajas. Und wir beweisen jetzt, dass ich unsterblich bin. Es reicht! Macht euch bereit, Lucriana. Ihr müsst nun standhaft bleiben und euch wehren, wenn die Piraten eure Heimat nicht angreifen. Verwüsten sollen. Das wird leichter, als ich dachte. Jetzt zünde mich an. Was? Das klappt. Das ist ein magischer Helm. Die andere Adlerlegende meinte, er wird mich beschützen. Du zündest das Feuer an, die Leute sehen, dass ich unsterblich bin und dann fressen sie uns aus der Hand. Wenn du das sagst. Ich werde nun die läuternden Flammen erdulden, um zu zeigen, dass die Götter uns geboten. Die Götter wollen, dass wir uns in der Schlacht. Oh, das tut weh. Der Helm bringt dich! Der Helm bringt dich! Oh. Bei den Göttern. Das wird ein sehr, sehr langer Tag. Das hätte nicht schlimmer laufen können. Das war ein sehr, sehr langer Tag. Sag mir, dass du dem Ruf der echten Adlerlegende gerecht wirst. Du kommst gerade rechtzeitig. Wie geht es Nikea? Ich hörte, sie hat einen Hengst für mich eingeritten. Nikea ist tot. Sie dachte, ihr Pferd wäre Pegasus und ritt einfach von einer Klippe. Sie ist was? Na gut, wir brauchen keine Pferde, wenn wir Waffen haben. Wie viele hat Kallipides gefertigt? Kallipides hatte einen Unfall. Was für eine Art von Unfall? Die richtig schlimme Art. Er hat ein paar Steinblöcke nicht gesehen. Er ist einfach in sie reingelaufen und... Das reicht. Ohne Waffen werden wir sterben. Wir haben noch nicht über Ajas gesprochen. Hast du ihn gefunden? Ajas hatte diesen Helm, der ihm Unsterblichkeit verleihen sollte. Und? Hat er nicht. Ach, Malak. Wem sagst du das? Ich würde buchstäblich jeden anderen fragen. Aber welche Wahl habe ich denn? Ich brauche jeden mit einer Klinge an meiner Seite. Du kannst doch wenigstens helfen, oder? Gehen wir. Nicht viele wären so ehrlich gewesen wie du. Davor habe ich Respekt. Ich hoffe bloß, wir können diese ganze Sache wieder richten. Ich werde alles tun, um diese Leute zu retten. Wir brauchen uns noch immer an ihrer Seite. Los! Thank you.
und gekämpft. Du auch. Vergiss alles, was vorher geschah. Wir leben nur deinetwegen noch. Du brauchst mir nicht zu danken, Megacles. Ich bin nur froh, dass die Leute aus Alphanus jetzt sicher sind. Du magst keinen Dank wollen, aber du verdienst ihn. Ich versprach dir alles aus der Schatzkammer und das bekommst du auch. Jetzt muss ich den finden, der sich für mich ausgibt. Ich kann helfen. Ich fand diese Notiz beim Anführer der Piraten. Sie schulden ihm eine Menge Drachmen. Er sollte das Dorf sabotieren. Um einen Überfall zu erleichtern. Ein kluger Plan. Wäre nicht die echte Adlerlegende aufgetaucht. Was wirst du machen, wenn du ihn findest? Mir fällt schon was ein. Echte Adlerlegende. Das erklärt, warum der Überfall fehlschlug. Ich räume dir seit meiner Ankunft nur hinterher. Wie prächtig das doch alles lief. Als mich die Piraten anheuerten, um das Dorf zu schwächen, dachte ich nicht, dass es so einfach werden würde. Deinetwegen sind Menschen gestorben. Ich habe niemanden getötet. Du schon. Wir ergänzen uns großartig. Ich stehle Werkzeug oder jage die Schmiede eines alten Mannes hoch, schicke einen Jungtrottel in banditenverseuchte Berge, verliere das Schlachthaus eines Feldherrn und sehe dabei zu, wie du Chaos stiftest. Dass sowohl Megacles als auch die Piraten dich bezahlt haben, ist nur ein netter Nebeneffekt. Jeder zahlt dafür, die Lügen zu hören, an die er glauben will. Zeit für Gerechtigkeit. Möge Diekes Zorn auf uns beide herabregnen. Ikaros! Fass! Ikaros? Oh mein Lager. Ich verfüttere dein Kadaver, Ikaros, du blöder Vogel.